Hallo miteinander. Nach einer jetzt doch etwas längeren Pause auf diesem Kanal habe ich mir gedacht, wird es mal wieder Zeit, einen neuen Beitrag zu bringen. Der Kanal soll ja nicht in Vergessenheit geraten. Und der Anlass für das heutige Video ist eine Neuheit im Europapark, die sich relativ gut versteckt im niederländischen Themenbereich befindet, nämlich die Ulrich-Damrau-Galerie. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Damrau war, das war die Person, die ab Mitte der 80er bis Anfang der 2000er Jahre die Optik der Themenbereiche und auch Hotels erdacht hat. Wenn man so will, also die Person, der der Europapark sein heutiges Erscheinungsbild zu verdanken hat. Interessant an der Ausstellung ist, dass hier eine Vielzahl an Entwürfen von Damrau zu sehen ist, die, wie es sich unschwer erkennen lässt, nicht immer so ganz exakt umgesetzt wurden. So kann man hier auch eine Reihe an Attraktionen finden, die es nie in einem Park geschafft haben. Was die Visionen von Damrau für die Gestaltung des Parks vorsahen, das könnt ihr jetzt hier sehen, also seid dabei. Ein Bild, das einigen hier vielleicht schon bekannt sein dürfte, ist der originale Entwurf der Euromir. Anstatt der tatsächlich gebauten Spiegeltürme hatte sich Damrau eine Vielzahl kirchenähnlicher Türme vorgestellt, die von an UFOs erinnernden Waggons um- bzw. durchfahren worden wären. Ebenfalls weit entfernt von einer tatsächlichen Umsetzung ist die Zeichnung der hier als Dolomiten-Express bezeichneten Bahn. Der Entwurf wirkt ein wenig wie eine Mischung aus Alpen-Express und Schweizer Bobbahn, wie ich finde. Interessanterweise sind auf der Zeichnung sowohl die italienische als auch die österreichische Flagge zu sehen, was wohl auf eine Entstehungszeit Mitte der 80er Jahre schließen lässt. Ein größeres Gebirge war ja bereits in alten Parkplänen als Szenerie für den Alpenexpress zu sehen gewesen. Vielleicht greift man ja jetzt beim Wiederaufbau auf diese Idee zurück, wer weiß. Entwürfe, die dann doch deutlich näher an der Wirklichkeit sind, betreffen den französischen Themenbereich, wie hier zu sehen ist. Noch ohne den See im Zentrum der Pariser Häuserzeilen, dafür jedoch mit einer interessanten Brücke, die die Eurostat-Kugel mit dem Eurotower verbindet. Interessant ist auch, dass ein Fahrgeschiff, das zwei der französischen Häuser durchfährt, sowie eine Seilbahn zu sehen sind. Wie hier zu sehen ist, war dem Anschein nach Damrau auch noch bei der Gestaltung des Hotels Colosseo beteiligt. Ein interessantes Detail ist der EP-Express im Hintergrund, der ja, wie es oft heißt, ursprünglich das Colosseo hätte ansteuern sollen. Auch sind Entwürfe der Piratenbahn in der Ausstellung zu finden. Bekanntermaßen war ja auch das Stelzendorf, das dann beim Wiederaufbau der Attraktion realisiert wurde, eine Idee Damraus. Die übrigen Bilder lasse ich da mal unkommentiert so stehen und sag schon mal, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.